In diesem Video schauen wir uns jetzt mal an, wie man Sockets in Java programmiert. Ich zeige Ihnen dazu im Laufe des Videos ein ganz einfaches Beispiel mit einem HTTP-Client. Natürlich werden wir in Zukunft solche Clients nicht mehr bauen, weil es dafür in Java ein sehr viel schöneres Interface gibt. Ich möchte nur mit dem Video mal demonstrieren, wie man so grundsätzlich so ein TCP-Socket programmieren kann. Und deswegen bauen wir mal ganz einfach einen HTTP-Client. Zweitens machen wir noch mal ganz kurz die Grundlagen von TCP und UDP, nur dass Sie da noch mal Wiederholung haben aus einer Rechnernetzevorlesung. Im letzten Video haben wir uns die IP-Schicht noch mal ein bisschen genauer angeschaut und diesen lokalen Laptop untersucht und geschaut, was der für eine IP-Adresse hat in IPv4 und IPv6. Jetzt können wir damit natürlich noch nicht wirklich kommunizieren. Wir brauchen irgendein Interface in Java oder von mir aus auch in C, wie wir jetzt wirklich Netzwerkkommunikation betreiben können. Und dafür gibt es auf IP aufbauend zwar eine weitere Schicht, die sogenannte Transportschicht. Und da gibt es unter anderem, es gibt mehr, es gibt zwei verschiedene Protokolle, die sich da auch schon seit den Ende der 70er Jahre etabliert haben. Das ist TCP und UDP. Und beide setzen auf IP auf und bieten höherwertige Leistungen an gegenüber IP. TCP beispielsweise sorgt dafür, dass es feste Verbindungen zwischen zwei Kommunikationsendpunkten gibt, nutzt dabei aber das eher unzuverlässige IP-Protokoll. Was TCP macht, ist, der nummeriert beispielsweise die Datenpakete, die er verschickt, und kann so beim Empfänger feststellen, ist ein Paket verloren gegangen, also fehlt eine Nummer, und er kann die Reihenfolge wieder richtig hinstellen. Also TCP verbindungsorientiert, Reihenfolge bleibt erhalten von den Paketen, das kann er wiederherstellen und es gehen keine Pakete verloren, beziehungsweise wenn eins verloren geht, merkt er das und fordert es wieder neu an. Also TCP ist ein höherwertiges Protokoll, natürlich dementsprechend auch aufwendiger. UDP erbt die Eigenschaften von IP und ist dementsprechend genauso unzuverlässig wie IP. Dafür kann man sowas wie Broadcast-Nachrichten machen, das geht in TCP wieder nicht. Und die Sachen schauen wir uns jetzt mal an, und zwar genau, wie man die programmiert. Das interessiert uns ja hier in VV. Und wir gucken uns mal an, wie wir dann auch Dienste anprogrammieren. Das, da habe ich gleich das erste Beispiel für HTTP. Also alles, was wir im Internet finden, basiert dann entweder auf TCP oder auf UDP. HTTP basiert, soweit ich weiß, immer, kann aber auch sein, dass es dann einen anderen Sonderfall gibt, auf TCP, sodass wir eigentlich mit den Programmiermöglichkeiten, wie wir TCP programmieren, auch HTTP sprechen können müssten. Das zeige ich gleich in dem Beispiel. So, hier nochmal ganz kurz zusammengefasst die beiden Protokolle der Transportschicht. Und wichtig an der Stelle, deswegen ist es gut, dass ich die Folie nochmal zeige, während diese IP-Schicht, die Netzwerkschicht noch dafür da war, dass Rechner, also Hardware quasi, Netzwerkkarten miteinander kommunizieren können, ist es jetzt so, dass die Transportschicht dafür sorgt, dass Prozesse miteinander reden können. Das heißt, also ich kann mehrere Programme oder Prozesse auf meiner Maschine haben, die mit mehreren anderen Prozessen oder Programmen auf derselben Maschine oder auf anderen Maschinen reden können. Und dafür bietet uns die Transportschicht entsprechende Abstraktionen und Programmierschnittstellen. Zwei Varianten haben wir, TCP und UDP. Die Eigenschaften haben Sie wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört. TCP zuverlässig, UDP unzuverlässig. TCP garantiert die Reihenfolge, das hatte ich schon erzählt. Also dadurch, dass er einfach die Datenpakete durchnummeriert, er garantiert, dass die Pakete ankommen, beziehungsweise falls eins verloren geht, dann gibt es eine, und es ist für immer verloren, also kann nicht wieder neu angefordert werden, gibt es eine Fehlermeldung. TCP baut eine Verbindung auf. Das sehen wir gleich auch ganz deutlich im API, das wir verwenden werden, den sogenannten TCP-Sockets oder auch nur Sockets. Also da werden wir diesen festen Verbindungsaufbau zwischen Sender und Empfänger, und in dem Fall redet man auch von Client und Server, werden wir uns genau anschauen. So ein UDP hat am Ende die gleichen Eigenschaften wie IP, ist verbindungslos, und auch das werden wir im Interface, das wir programmieren werden, sehen. Da bauen sie keine Verbindung auf, sondern schicken im Prinzip Datenpakete in der Gegend herum, ohne sich um deren Zustellung noch weiter zu bemühen. Also können Sie TCP im Prinzip mit einem Telefongespräch vergleichen, während Sie UDP im Prinzip mit Briefe versenden vergleichen können.
So, und was wir uns anschauen wollen jetzt natürlich wieder mal im Source Code ist, sind die APIs, die wir in Java und auch in anderen Programmiersprachen zur Verfügung haben, um TCP und UDP Verbindungen zu programmieren. Das ist schon seit den ersten Unix-Systemen in Unix eingebaut, die sogenannten BSD-Sockets. Und die Java-Autoren haben da ein Java-Interface draufgesetzt. Aber unter der Haube sind es wahrscheinlich noch die alten Konzepte, die es schon in BSD gab. Also ich habe vor, wie lange ist das her? Also 1993 habe ich auch ein Programmierpraktikum gemacht mit TCP-Sockets in C. Und das schauen wir uns jetzt in Java mal an. Und zwar, wir gehen das jetzt mal zeilenweise durch. Ich wollte mir ein bisschen die Zeit sparen, dass das Video nicht zu lang wird. Deswegen ist das hier schon mal vorprogrammiert. Ich habe eine Klasse Simple HTTP Client gemacht und hier einen statischen String. Deswegen gehen wir hier auf die TH Rosenheim Adresse. Ich nehme den Port 80. Port, das adressiert immer einen speziellen Socket auf einer Maschine. Das heißt, die Maschine selbst ist identifiziert durch die IP-Adresse und den Prozess bzw. dann den Socket kriege ich adressiert durch den sogenannten Port. Also Ports werden verwaltet vom Betriebssystem. Okay, also und Webserver laufen generell unter dem Port 80. Andere Prozesse, die sie auf der Maschine haben, also FTP oder SSH oder HTTPS, laufen jeweils auf anderen Ports. Also dadurch können sie sehr schön differenzieren und es gibt so ein paar Standardports, die vergeben sind. So, und dann habe ich eine Nachricht und zwar lesen Sie das mal durch: get / HTTP 1.1 und dann ist, ich glaube, es ist carriage return line feed. Also sozusagen windowsig der Host und dann kommt hier der Hostname, also www.rosenheim.de und dann nochmal zwei Zeilen weitergestellt. Das ist jetzt ein Element des HTTP-Protokolls. Also wie so ein String auszusehen hat, ist tatsächlich von den HTTP-Autoren so festgelegt worden und mit diesem String, wenn Sie das auf einem Socket an einen Webserver schicken, kriegen Sie tatsächlich ein Resultat und das würde ich Ihnen gerne demonstrieren. So, nun zur eigentlichen Demo. Ich habe hier eine Klasse verwendet, die heißt Socket. Socket ist eine Abstraktion von den bereits besprochenen Sockets. Damit können Sie TCP-IP-Verbindungen programmieren in Java. Und die Eigenschaften sind ähnlich wie die Sockets in C, die Sie vielleicht schon in der Betriebssysteme-Vorlesung kennengelernt haben. Also Socket. Und was ich hier starte ist, mache einen Socket auf und ich nutze hier gleich sozusagen den Namensdienst. Also ihr darf hier WWTH Rosenheim verwenden und ich verwende den Port, in dem Fall 80. Also wissen Sie, Socket entweder IP-Adresse oder Hostname und auf jeden Fall Port dazu, sonst können Sie den Socket nicht nehmen. So, dann der Rest ist so ein bisschen Dekorationscode. Also ich mache hier einen Print-Stream auf, um sozusagen zeilenweise in einen Output-Stream reinschreiben zu können. Das heißt, ich kriege hier von dem Webserver, ich mache das hier mal auf, also von meinem Socket habe ich jetzt hier die Möglichkeit zu kommunizieren und zwar über die alten Java-Streams, sonst hätte ich die gar nicht bringen müssen in der VV-Vorlesung. Und da haben Sie einen Output-Stream und Sie haben hier unten auch einen Input-Stream. Also das heißt, über die beiden Elemente können Sie Daten reinlesen und rausschreiben. Und daran sehen Sie auch schon die verbindungsorientierte Natur von dem Socket, denn so ein Datenstrom ist von dem Konzept her ein kontinuierlicher Datenstrom, den Sie also explizit abreißen müssen. Also deswegen können Sie mit dem Socket so eine Art Standleitung aufmachen zwischen Client und Server. So, und was ich jetzt hier mache ist, ich schicke dem über den Socket hier, schicke ich diesen Get-String los. Und sorge dafür, dass der ankommt. Das heißt, ich mache auf dem Output-Stream einen Flush. Und was ich dann mache, ist, jetzt lese ich mit dem Scanner die Antwort aus dem Socket wieder raus. Also ich hole mir über den Input-Stream, den wrappe ich mit dem Scanner, sodass ich zeilenweise rauslesen kann. Und dann lese ich hier einfach das aus, was der mir zurückgibt. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Sie sehen,
Simple HTTP Client Main ist das, was ich hingeschickt, also das ist sozusagen mein Programm, was gestartet ist. Und was Sie jetzt hier sehen, ist tatsächlich die Ausgabe, sind diese System Output Print Lines. Das heißt, ich habe aus dem Input Stream, aus dem Socket, habe ich diese Zeilen, die Sie hier unten nachfolgend sehen, gelesen. Zeilenweise. Also ich lese das mal vor. HTTP 1.1 Protokoll. Er hat irgendwie eine Seite gefunden. Das ist hier der HTTP-Status-Code, Datum und so weiter. Er sagt, offenbar läuft unser Webserver auf einem Apache-Webserver. Und all diese Informationen hat uns der Webserver jetzt geschickt. Sein Charakter-Set und so weiter. Und hier müssen wir dann lesen, ja, ich habe eine Seite gefunden, aber leider musst du dich wenden an https://throsenheim.de. Also das ist sozusagen eine automatische Weiterleitung, die wir hier sehen. So, mit dem einfachen Beispiel wollte ich Ihnen zeigen, es gibt hier tatsächlich ein API mit Socket-Objekten. Das sind tatsächlich, oder es gibt eine Klasse Socket und mit der kann ich sozusagen TCP-IP-Verbindungen aufmachen und Sie sehen die verbindungsorientierte Natur von TCP-IP-Verbindungen darüber, dass ich hier aus dem Socket einen Output-Stream kriege, um Daten rauszulesen und einen Input-Stream, um Daten Input-Stream, um Daten rauszulesen und einen Output-Stream, um Daten reinzuschreiben. So, das war mal so eine erste Demo.